Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Oder Enderal. Ist das immer falsch? Das heißt ja Enderal, zumindest sagen sie es hier so. Ich wollte noch mit dir handeln. Natürlich. Richtig. Ich habe nämlich noch Sachen, die ich nicht mehr brauche. Hier die Handschuhe und ein Schild, was ich nie brauchen werde. Vagabunden Kluft. Ich habe hier noch Schwerter. Dezent viele Pfeile. Die ich mal behalten werde, weil es keinen Sinn mehr gibt, die zu verkaufen. Okay. Blauer Quarz. Und ein Granatstein und ein Korb. Richtig, hat die noch so Sachen, die man brauchen könnte? Oh. Eine Eisenkriegsaxt. Ja komm, machen wir das. Rüstung. Rostschutzmittel. Ah, das ist nicht so das Wahre. Okay, hier sind viele Lernungsbücher. Aber das brauchen wir auch nicht. Erzählungen des Wanderers. Ach du meine Güte, ganz viele Bücher. Nee. Schreitet wohl. Oh. Sollte at least das ja tragen. Was macht denn mein Inventar eigentlich? 88 von 354. Okay. Ich kümmere mich erstmal bei Frieda. Ich traf auf eine Aterna-Händlerin namens Eschra nahe der Dreiflusswacht. Ihre Elfriede wurde von einem Wachtür entführt, der sich in der Dreiflusswacht versteckt. Ich habe gerade irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Quest. Ich habe das Gefühl, entweder werde ich von der überfallen, weil es eine Banditin ist, wenn die sich schon so weit hier außen befindet. Oder der Gegner ist stark. Es ist beides gut möglich. Was ist das denn? Naja, Lavendel haben wir zumindest. Den Lavendel kann ich nicht einsammeln. Okay. Ich habe echt Angst, dass die uns gleich überfällt. Wow! Nein, es ist doch ein Vatür. Oh Gott, oh Gott. Ich kann das Ding gar nicht richtig erkennen. Der haut wie eine Mega-Ziege. Hilfe. Alles klar, Nebelschwamm. Wieso nennen die diese ganzen Dinger um, obwohl sie dieselben sind? Ein bekritzelter Brief. Was steht denn drauf? Zum Gruße Samuel. Mach dich nicht so verrückt. Du wurdest ganz sicher nicht an die Dreiflusswacht abgeschoben. Die Wacht hat ihren Zweck verloren, den Abtransport der Edelsteine aus der aufgegebenen Edelsteinschifferei im Staat zu sichern. Deshalb reicht es, wenn ein Beobachter dort bleibt. Einerlei. Ich kann ja verstehen, dass es ja ziemlich langweilig und einsam ist, am Verlassen zum Flecken das Enderal Wache zu schieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie dir
in ein paar Wochen jemand zur Hilfe schicken. Halt einfach so lange durch. Ja, so lange hat er nicht durchgehalten, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Überflüstert. Lese ich die Bücher jetzt vor? Oder mache ich sie wie im normalen Skyrim-Let's Play, dass ich die erst alles sammeln will? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich lese sie direkt vor. Wenigen Wanderern oder Freunden oder der Natur ist vermutlich das windflüsternde Bereich der Sonnenküste Enderals noch nicht aufgefallen. Hält man einen Moment inne und lauscht dem Spiel des Windes, erhascht einen das Gefühl, in diesen Landschaften nicht alleine zu sein. Abergläubische Menschen glauben an die Legende, dass der flüsterartige Klang, der so anders in den Ohren klingt als das düstere Hauchen im Flüsterwald, dem eine ganz andere Geschichte zugrunde liegt, von der Stimme einer wegstreuen jungen Frau stammt, die in der Sonnenküste ihr Leben für die Heilung ihrer Mitmenschen gab. Großvater, Großvater, uns ist langweilig, könnt ihr uns nicht wieder eine eurer Geschichten erzählen? Fragten die beiden Kleinen, als sie aufgeregt in das Haus gestürmt kamen. Der Großvater, der gerade vor dem Feuer des Kamins saß, drehte sich um und schenkte ihnen ein Lächeln. Gerne. Welche Geschichte möchtet ihr heute hören? Fragte er und deutete neben sich. Setzt euch doch zu, mir. Die Geschichte über das Flüstern der Bäume an der Sonnenküste, sagte eines der Kinder, während sie sich neben dem Großvater niederließen. Ihr sprecht über die Geschichte von Lariel, nicht wahr? Er hielt kurz inne, um seine Gedanken zu fassen, und fuhr dann fort. Das ist eine Geschichte, die schon einige Jahrhunderte zurückliegt und die mir mein Großvater erzählt hat, so wie ich sie heute euch jetzt erzähle. Heute leben wir hier an der Küste, unbeschwert und sorgenfrei, aber dem war nicht immer so. Seine Stirn zog sich in Falten. Einst herrschte eine schlimme und unbekannte Krankheit. Zuerst befiel sie nur die Tiere und richtete diese langsam zugrunde. Als ob der dadurch eintretende Hunger nicht schon schlimm genug gewesen wäre, wurden plötzlich auch die Menschen in der Region krank. Aus den umliegenden Dörfern kamen Apothekari herbei, um den Menschen zu helfen. Doch selbst sie vermochten nicht mit der Krankheit fertig zu werden. Da sprach eine junge Frau namens Lariel, eine der wenigen, von denen die Krankheit noch nicht Besitz ergriffen hatte. Lasst mich zu Malphas beten. Ich war meines Lebens Pfades treu. Vielleicht vermag ich es, unseren Herrn gnädig zu stimmen, auf dass er uns helfe. Niemand wollte es ihr verbieten, hatten die meisten doch schon jegliche Hoffnung aufgegeben. Und so stieg Lariel einen Hügel hinauf, um dort alleine auf einer Lichtung zu Malphas zu beten. Tag und Nacht kniete sie dort und betete ohne Unterlass. Sie verweigerte selbst Essen und Trinken. Doch es gab kein Zeichen Malphas und es starben täglich mehr Menschen. Und trotzdem blieb die Frau ihrem Glauben treu und betete weiter. Nach 10 Sonnenauf- und Untergängen starb sie schließlich an ihrem Wassermangel. Da erbarmte sich Malphas und sprach zu den letzten Überlebenden. Ihr sollt gerichtet werden, da ihr begonnen hattet, euren Pfad zu vergessen und wegelos zu werden. Doch das Opfer und der Glauben der jungen Lariel stimmten nicht gnädig. Lasst ihren Körper liegen und kommt morgen wieder zu dieser Lichtung, auf der sie zu mir gebetet hat. Dort sollt ihr einen kleinen Baum erblicken und ein Kraut, das an diesem wächst. Gebt dieses Kraut euren Kranken, auf dass sie wieder gesund werden, und vergesst nie wieder euren Pfad und meine Güte. Am nächsten Tag gingen die Menschen zur Lichtung und fanden tatsächlich einen jungen Baum vor, an der Stelle, an der Lariel gekniet hatte. Noch fehlte von ihrem Leichnam jede Spur. Da erkannten sie, dass Lariel zu dem Baum geworden war. Als sie sich näherten und das Kraut, von dem Malphas gesprochen hatte, zu ernten, vernahmen sie leise Flüstertöne, die sie von dem Baum auszugehen schienen und Lariels Stimme ähnlich waren. Die Apothekarii vermochten es tatsächlich, mit diesem Kraut und anderen Zutaten, die vorher für sich keine Wirkung gezeigt hatten, einen Trank herzustellen, mit dem sie die Krankheit heilen konnten. Deshalb nannten sie den Baum Lariel und das Kraut, welches an ihm wuchs, Flüsterkraut. Das ist auch schon das Ende meiner Geschichte. Und nun ab ins Bett mit euch, es ist schon spät, sagte der Großvater, als sie merkte, dass die Sonne schon hinterm Horizont verschwunden war. Ich kann euch morgen gerne eine neue Geschichte erzählen, fügte er noch hinzu, als in die betroffenen Kinder der Gesichter sah. Juhu!
schrien beide aus einem Halse und das ist alles, was ich aus dem alten und zerfledderten Buch herauslesen konnte, das ich bei einem Trödler fand. Es scheint, als ob es ehemals eine Sammlung alter Legenden und Geschichten gewesen war. Sofern dies der Wahrheit entspricht, darf man natürlich stark an den Wahrheitsgehalt der Geschichte zweifeln. Fakt ist aber, es gab vor vielen Jahrhunderten tatsächlich eine Seuche an der Sonnenküste, die vielen Menschen dort das Leben kostete. Fakt ist auch, dass diese Seuche ebenso plötzlich verschwand, wie sie gekommen war. Stellte sich nur die Frage, was aus dem Baum wurde. Das sanfte, windartige Flüstern kann man heute, wenn man lang genug wartet und lauscht, überall zwischen den Bäumen der Sonnenküste hören. Es kann keinem einzelnen Baum mehr zugeordnet werden. Und die Lichtung mit dem Ursprungsbaum selbst, an dem die junge Lariel ihr Leben gegeben hatte, ist nicht mehr auszumachen. Auch wenn es Zeiten gab, in denen die Ernte das Flüsterkraut des Wagenladung füllte, heute ist es kaum zu finden. So flüchtig und unstet, wie der Klang des Flüsterns selbst zwischen den Bäumen bewegt, scheint in der unserigen Zeit auch das geheimnisvolle Kraut zu wachsen und wieder zu vergehen. So schnell, dass nur wenige Apothekarie und Händler es zu ernten vermögen. Und das Geheimnis, um Zeit und Erde der Ernte zu hüten, wären sie wertvollsten Schatz. Aber selbst diese Eingeweihten sind nicht mehr imstande, mit dem Kraut, in welcher Vermischung mit anderen Zutaten auch immer, diese wunderbar heilende Wirkung zu erzielen, die einst als Geschenk Malfas den leidenden Menschen zuteil geworden war. So wisst ihr, werter Leser, wenn ihr an den Geheimnissen dieses Krautes interessiert seid, euch selbst auf die Suche nach dem Flüsterkraut machen. Auch wenn ihr, wie so viele andere vor euch auch, es aller Wahrscheinlichkeit nach zuletzt doch nur aus den Händen der Eingeweihten gegen klingende Münze erwerben werdet. Interessant. Ein Klopfen. Bei den Göttern. Hierher, mein Kleines. Hierher. Alles ist gut. Mama ist jetzt wieder hier. Ja, alles ist gut. Bei Malfas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Kriegen wir jetzt Flüsterkraut oder was? Tatsache. Flüsterkraut. Ja. Da haben wir ein Nashorn oder was das war. Würde ich mal sagen. Gerettet. Ich dachte, das wäre ein Mensch. Erhöht eure Tragfähigkeit dauerhaft. Fleisch. Ja, ich will bitte meine Gesundheit mal regenerieren. Ich finde es halt kacke, dass man es nur außerhalb des Kampfes dann kann. Vor allem der Kampf ist halt lange schon außerhalb. So, was haben wir denn hier? Lehrlingsbuch, Psionik. Mana-Trank. Ah ja, eine Eispranke. Das kriegt irgendwie erstaunlich viele. So. Eigentlich muss ich gerade gar nicht schleichen. Da. Na.
So, ich will jetzt aber nochmal auf diese Spitze von dem Turm. Da bist du. Ja, ja, ja. Du wirst mir nichts tun, weil du in dieser Animation feststeckst, anscheinend. So, ist leer. Das ist natürlich gut. Was haben wir denn sonst noch hier oben weiter? Nebelschwamm. Über Flüsterbäume. Ja, das ist das Buch, was wir gerade eben hatten. Was ist das? Es ist so ein mysteriöser Ort, wovon die da geredet haben, wo man, ist ja wirklich wie ein Fallout mit, hier Radioaktivität. Naja. Naja, naja, naja. Da hätten wir diese Quest auch. Können noch mal mit der netten Dame handeln. Grüße. Alles im rechten Lot? Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Ah, ja. Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich... Natürlich. Handeln wir mal wieder. Das wollte ich nicht, die Spitzhacke verkaufen. Ja, nichts verkaufen, was ist denn das? Schreitet wohl. Genau. So, Quest, die Lehre. Machen wir weiter. Schreiten wir über die Brücke. Und lesen wir mal die Lehrbücher hier. Huch, Elementarismus erhöht. Und Psionik erhöht. Ein roter Apfel. Ich esse ja lieber die grünen Granny Smith Äpfel. So. Ich denke mal, da wären Zutaten hier. Will ich hier auf diesen Tempel? Ich glaube ja. Aber ich will da erst in der nächsten Folge hin. Also bis dahin. Und tschüss.